Mal, wer sich meine Foundation genommen hat. Wolltest du dich hübsch machen, Nixer? Kann ich die wieder haben, damit ich meine Review machen kann? Dankeschön. Hallo Leute, ich habe mir die Beautiful Skin Foundation von Charlotte Tilbury gekauft. Bitte fragt mich nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, 40 Euro für eine Foundation auszugeben, die 30 Milliliter enthält. Das sind eigentlich so Preise, die ich eher für Hautpflege ausgeben würde, wenn sie denn entsprechend formuliert ist. Aber irgendwas an dieser Foundation hat mich extrem gereizt und interessiert. Und da ich bisher kaum Produkte von Charlotte Tilbury getestet habe, wollte ich jetzt bei diesem hier zuschlagen. Und als das hier bei mir angekommen ist, fühlte ich mich zunächst erschlagen von der Verpackung, weil ich mich jedes Mal frage, warum sie mich denn anschreit. Denn alles hier ist in Großbuchstaben geschrieben und überall prangen irgendwelche Claims, auf die ich selbstverständlich dann näher eingehen werde. Also nicht auf jeden einzelnen, sondern allgemein auf diese Art und Weise des Marketings. Das kommt dann irgendwann in der Mitte des Videos. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein oder ihr skippt einfach weiter. Und ich habe natürlich auch auf der Webseite ein bisschen recherchiert. Ich habe mir die Inhaltsstoffe angeschaut und werde euch dahingehend auch noch so ein paar Erläuterungen zu liefern. Aber als allererstes werde ich diese Foundation auftragen. Das ist übrigens die Farbe Nummer 1 Neutral aus der neutralen Reihe. Und es gibt auch, glaube ich, eine relativ gute Shade Range. Ich fand auch die Videos auf der Webseite dazu wunderschön und bin wirklich extrem gespannt, wie diese Foundation sich auf meiner Haut machen wird, denn sie verspricht sehr, sehr viel. Und ich bin gespannt, ob sie das auch halten wird. Ich habe heute sogar eher eine Sonnencreme drauf, die kein Glowy Finish hat und jetzt nicht unbedingt zu meiner trockenen Haut passt, damit das Finish der Foundation nicht verfälscht wird. Und an dieser Stelle sollte ich vielleicht noch mal erwähnen, dass ich eine trockene Haut habe, dass ich Glowy Foundations sehr, sehr mag und dass meine Haut auch arg empfindlich ist. Deswegen war es auch ein kleines Risiko, diese Foundation zu bestellen, aber darauf werde ich dann bei den Inhaltsstoffen noch mal genauer eingehen. Auf der Webseite wird empfohlen, die Foundation mit einem Pinsel aufzutragen, deswegen werde ich das heute genauso handhaben. Ich hätte das auch gar nicht anders gemacht, weil ich nicht möchte, dass diese Foundation von meinem Schwämmchen aufgesaugt wird, vor allem bei diesem Preis. Sie hat auf jeden Fall eine sehr cremige Konsistenz und ich bin schon so gespannt drauf, wie sie auf meiner Haut aussehen wird. Deshalb legen wir los. Ach so, ich verwende übrigens diesen Pinsel hier von Ebelin. Den finde ich für Foundation ganz cool. Und dann geht's los. Riecht jetzt auch nicht sonderlich intensiv nach irgendwas. Ich hätte ja tatsächlich vermutet, dass sie nach Rose riecht. Wobei jetzt kommt der Rosengeruch schon etwas durch. Also wenn man anfängt, sie einzuarbeiten, riecht sie schon nach Rose. So frisch aus der Tube hat sie nicht unbedingt einen Eigengeruch. Meine Haut hat natürlich noch ein paar kleine Rötungen hier und da vorbereitet, damit wir die Deckkraft perfekt testen können. Also danke, liebe Haut. Textur ist für mich persönlich etwas ungewohnt, weil die schon arg cremig ist. Also es fühlt sich wirklich an, als würde ich ja eine Sonnencreme auftragen oder so. Aber ihr seht, das war jetzt ein Pumpstoß und damit habe ich jetzt vielleicht so eine eher leichte Deckkraft erreicht. Deswegen muss ich mir jetzt noch mal was nehmen. Ich streiche hier nochmal über die Stellen, die ein bisschen mehr Deckkraft brauchen. Meine Güte, die ist echt cremig. Habe ich das zufällig schon erwähnt? Ich sollte vielleicht das auf der Nase mal einarbeiten, bevor die antrocknet. Und den Rest, den ich hier habe,
arbeite ich jetzt einfach mit den Fingern ein. Ich glaube auch echt, dass das eine richtig gute Foundation ist, um sie mit den Fingern einzuarbeiten. Das waren jetzt circa 1,5 Pumpstöße von der Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation. Und wenn ich mir das genauer im Spiegel anschaue, dann sehe ich natürlich gleich, dass die Farbe nicht hundertprozentig passt, wobei das tatsächlich die hellste Nuance ist. Und dass die Deckkraft eher in die leichte bis mittlere Richtung geht und dass sie sich auch stellenweise in Poren absetzt und auch trockene Bereiche etwas unschön betont. Von Weitem sieht sie in Ordnung aus und gleicht das Ganze auch ganz gut aus. Vom ersten Eindruck her bin ich mir unschlüssig, ob das meine neue Lieblingsfoundation wird und ob sie mir persönlich 40 Euro wert ist, weil ich sie schon auf der Haut merke. Das kenne ich persönlich von Foundations eher nicht so, beziehungsweise nicht in diesem Preisrahmen. Falls ihr schon mal eine wasserfeste Sonnencreme aufgetragen habt, dann wisst ihr eventuell, was ich meine. Ich merke einfach so einen Film auf der Haut, der sich hin und her bewegt. Wenn ich mit euch spreche, mag ich persönlich nicht ganz so gerne. Aber ich mache mal fix mein Make-up fertig und dann zeige ich euch das Ganze auch nochmal bei Tageslicht und dann reden wir endlich über die Inhaltsstoffe und die Produktversprechen. So sieht die Foundation bei Tageslicht und fertigem Make-up aus. Ich muss sagen, dass sich das Blush, aber auch der Bronzer haben ohne Probleme darauf verteilen lassen. Und sie sieht nach bereits 2 Stunden Tragedauer immer noch völlig okay aus. Eigentlich genauso, wie ich sie aufgetragen habe. Aber den Film der Foundation spüre ich nach wie vor auf der Haut, was ich persönlich einfach nicht so gerne mag. Das Spannendste ist selbstverständlich an einem Foundation-Test der Wear-Test. Deswegen werde ich die Foundation jetzt den ganzen Tag übertragen und euch dann später Feedback geben. Ich habe auch zwischendurch meinen Booster-Termin. Das heißt, ich kann die Foundation auch nochmal mit einer Maske ausprobieren. Und da auf der Foundation selbst draufsteht, dass sie lange haltbar sein soll, bin ich besonders drauf gespannt. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal so viele Herstellerversprechen auf einmal gesehen habe. Mir persönlich ist das einfach too much. Und ich habe euch auch die Bereiche, die zusammengehören, mal mit einer Farbe markiert. Und diese Zahlen, die ihr dort sehen könnt, das sind höchstwahrscheinlich alles Selbstbewertungen von Testpersonen. Das kann ich natürlich nicht genau sagen, weil hier jeglicher Kontext fehlt, was ich natürlich sehr, sehr schade finde. Denn ansonsten kann man ja mit diesen Zahlen nicht sonderlich viel anfangen. Ich finde es zwar in Ordnung, wenn Firmen haufenweise Geld für sowas ausgeben, aber es fehlt halt wirklich der komplette Zusammenhang, um diese Zahlen einordnen zu können. Wir wissen nicht, wie das genau getestet wurde, wie das bewertet wurde, was da alles zur Verfügung stand. Finde ich einfach, ja, weiß ich nicht, nicht sonderlich aussagekräftig. Und auch eure Meinung dazu ist sehr, sehr spannend, denn ihr seht das ähnlich wie ich. Ihr findet solche Selbstbewertungen auch wenig hilfreich. Werfen wir mal einen Blick auf die Inhaltsstoffe und ob diese den Versprechen gerecht werden. Es wird ja mit Hyaluronsäure geworben, aber wer genauer hinschaut, wird keine reine Hyaluronsäure in dem Produkt vorfinden, sondern Natriumhyaluronat. Und ich weiß auch gar nicht, was die Firmen ständig mit ihrer Hyaluronsäure haben, denn Natriumhyaluronat ist deutlich einfacher in der Verarbeitung. Aber das ist auch so ein Rohstoff, der wirklich kostenintensiv ist und der hauptsächlich feuchtigkeitsbindende Eigenschaften hat, ähnlich wie Glycerin, welches hier auch enthalten ist. Dann wird auch noch mit Bix Active und anderen Rohstoffkomplexen geworben, wobei ich mich frage, inwiefern das der Kundschaft weiterhilft, weil ja hier komplett die Nachvollziehbarkeit fehlt. Das heißt, die Studien, die mit diesen Rohstoffen durchgeführt wurden, sind ja meistens öffentlich gar nicht zugänglich, sondern sind ja eher für Unternehmen gedacht. Also es ist durchaus normal und auch völlig legitim, dass Rohstoffanbieter eben interne Studien in Bezug auf ihre Rohstoffe durchführen, um gewisse Effekte anpreisen zu können oder eben auch bestimmte Effekte nachweisen zu können. Aber das ist halt meistens für Unternehmen gedacht und die übernehmen dann gerne 1:1 irgendwelche Versprechen, ohne den Kontext dazu zu liefern, wie die Studie durchgeführt wurde, welche Konzentration genutzt wurde oder welche Formulierung in diesem Zusammenhang benutzt wurde. Deshalb solltet ihr euch auf solche Claims nicht hundertprozentig verlassen.
In der Foundation selbst sind auch noch Silikonöle enthalten, weshalb sie so ein blurry und gleichzeitig ausgleichendes Finish erzeugt. Wie ihr anhand der Liste erkennen könnt, habe ich das Rosenöl rot markiert und das ist vor allem für Duftstoffallergiker und Duftstoffallergikerinnen von besonderem Interesse, denn Rosenöl ist ein ätherisches Öl, welches zu einem Großteil aus Duftstoffen wie zum Beispiel Geraniol besteht. Wenn ihr also Probleme mit diesen Bestandteilen habt, dann solltet ihr mit dieser Foundation vorsichtig sein. Okay Leute, final check-in. Ich habe die Foundation jetzt seit mindestens 8 Stunden drauf. Ich habe zwischendurch was gegessen, eine Maske getragen und deswegen habe ich meinen Lippenstift und meinen Lipgloss nachgezogen. Ich habe zwischendurch auch ein Augen-Make-up geschminkt, weil ich irgendwie voll Bock drauf hatte. Aber an meinem Teint habe ich nichts gemacht. Und ihr könnt auch um meine Nase herum sehen, dass die Foundation aufgrund der Maske abgerieben wurde. Aber ich finde, dass es jetzt nicht allzu schlimm aussieht. Die Deckkraft hat sie sich an den anderen Stellen dennoch relativ gut bewahrt. Also ich finde wirklich, dass hier die Haltbarkeit richtig gut ist. Aber was mir persönlich nicht gefällt, ist erstens der Tragekomfort. Ich spüre den Film der Foundation nach wie vor. Zweitens finde ich schon, dass die Poren sowie trockene Stellen arg betont und an manchen Stellen sehr pudrig aussieht. Das mag ich persönlich nicht ganz so gerne. Und was die beworbenen Skincare-Benefits angeht, bin ich sehr zwiegespalten, weil es mir persönlich wichtiger ist, eine ausgeklügelte Skincare-Routine zu haben, als eine einzige Foundation zu haben, die irgendwelche fancy Inhaltsstoffe drin hat, die irgendwas für meine Haut tun sollen, weil ich ja auch am Ende des Tages meine Foundation nur einmal pro Tag auftrage, sie den Abfluss runterspüle und ich in dekorativer Kosmetik einfach einen ganz anderen Sinn sehe als in meiner Skincare. Deshalb würde ich euch empfehlen, die 40 Euro zu nehmen und sie lieber in eine Skincare-Routine zu stecken, denn in dem Wort Routine steckt ja auch eine Art Regelmäßigkeit drin und bei einem dekorativen Produkt wie einer Foundation ist es ja oftmals nicht der Fall. Meistens benutzt man sie ja auch nur einmal pro Tag und sie landet im Endeffekt auch im Abfluss. Und ich würde euch selbstverständlich auch empfehlen, darunter eine Skincare-Routine zu etablieren, die für eure Haut gut funktioniert. Klar kann eine Foundation auch durchaus pflegend sein und Feuchtigkeit spenden. Das trifft ja auch auf diese Foundation zu. Da sind ja auch einige ölige Bestandteile enthalten und es ist eben auch feuchtigkeitsbindendes Glycerin drin. Aber ich persönlich würde mich nicht allein auf so ein Produkt verlassen. Ich teste die Foundation natürlich weiter und bin gespannt, wie sie sich im Langzeittest bewähren wird, vor allem was die Verträglichkeit angeht, weil ich ja eine sehr empfindliche und allergische Haut habe und hoffe, dass euch meine ersten Eindrücke, aber auch Erläuterungen zu den Inhaltsstoffen gefallen haben, dass sie hilfreich waren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video teilt, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst und ein Däumchen nach oben und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal.